Die Königin lebte in einem schönen Schloss. Sie hatte eine Tochter, von der sie träumte. Das Kind hatte schwarze Haare und weiße Haut. Deshalb nannten sie sie Schneewittchen. Die Königin starb bald. Der König trauerte lange nicht. Ein Jahr später brachte er eine neue Königin in den Palast. Sie war schön, aber wütend. Die Frau brachte einen Zauberspiegel mit. Jeden Tag bewunderte sie ihr Spiegelbild in ihm und stellte ihm dieselbe Frage: Wer ist der Schönste der Welt? Der Spiegel hat immer nur die Wahrheit gesagt. Deshalb lobte es ehrlich die Schönheit der Königin und die Frau strahlte vor Glück. Schneewittchen wuchs und jedes Jahr blühte ihre Schönheit heller. Und jetzt, wieder im Gespräch mit dem Spiegel, hörte die Königin als Antwort, dass sie jetzt nicht die Schönste der Welt ist, sondern Schneewittchen. Die Königin würde dies in ihrem eigenen Palast nicht ertragen. Sie befahl ihrem treuen Diener, die Prinzessin in ein undurchdringliches Dickicht zu führen und zu töten. Aber der Diener konnte das süße Mädchen nicht einmal um der Königin willen töten. Er brachte die Prinzessin in einen dunklen Wald und ließ sie gehen. Und er selbst kehrte ins Schloss zurück und sagte der Königin, dass er ihrem Befehl gefolgt war. Lange Zeit wanderte die Prinzessin durch den Wald. Auf dem Weg wurde ihr von allen Arten von Waldbewohnern geholfen. Schneewittchen war sehr nett zu ihnen und deshalb wurden sie starke Freunde. Am Abend stolperte die Prinzessin versehentlich über ein kleines Haus. Sie ging hinein und sah, dass niemand im Haus war. Der Tisch war für 7 Personen gedeckt und im Schlafzimmer standen 7 Kinderbetten. Und alles in diesem Haus war sehr klein. Daher erkannte Schneewittchen, dass hier 7 kleine Menschen lebten. Nach einer langen und schwierigen Reise legte sie sich auf eines der Betten und schlief fest ein. Die 7 Zwerge kehrten spät in der Nacht nach Hause zurück. Sie waren sehr überrascht vom Erscheinen eines unerwarteten Gastes. Schneewittchen zu schlafen war so charmant, dass die Zwerge beschlossen, sie schlafen zu lassen und sie nicht weckten. Der Morgen ist gekommen. Schneewittchen wachte auf, sah die 7 Zwerge und hatte Angst. Aber sie waren liebevoll zu ihr und das Mädchen erzählte von ihren Schwierigkeiten. Sie mochten sofort Schneewittchen und die Zwerge luden sie ein, bei ihnen zu bleiben. Außerdem erklärte sie sich bereit, sich um das Haus zu kümmern, kochen, waschen und putzen. Jeden Morgen gingen die Zwerge in die Berge, um Gold und Edelsteine abzubauen, und kehrten spät in der Nacht zurück. Als sie zur Arbeit gingen, warnten sie Schneewittchen, damit sie Angst vor der bösen Stiefmutter hatte und Fremden die Tür nicht öffnete. Zu dieser Zeit ging die Königin wie üblich in den geheimen Raum, um mit dem Zauberspiegel zu sprechen. Aber der Spiegel sagte plötzlich, dass sie nicht die Schönste der Welt war, sondern Schneewittchen. Dass die Prinzessin noch lebt und mit den Gnomen im Haus lebt. Die Königin wurde sehr wütend und beschloss, sich selbst um Schneewittchen zu kümmern. Sie ging in ein geheimes Zimmer und kochte dort einen giftig-giftigen Apfel. Es war von außen sehr schön, aber wenn jemand auch nur ein Stück aß, würde er sicherlich sterben. Als der Apfel fertig war, verwandelte sich die Königin in einen alten Kaufmann und kam zum Haus der Zwerge. Als Schneewittchen die süße alte Frau sah, hatte sie Mitleid mit ihr. Sie ahnte nichts und verließ das Haus. Die alte Frau behandelte das Mädchen mit einem reifen Apfel und sagte, wenn sie diesen Apfel isst, werde sie für immer jung und schön bleiben. Schneewittchen glaubte ihr, und sobald sie den Apfel biss, fiel sie tot um und hörte auf zu atmen. Die zufriedene Königin ging in den Palast. Am Abend kehrten die Zwerge von der Arbeit zurück und sahen Schneewittchen auf dem Boden liegen. Sie atmete nicht. Sie schluchzten so laut und beklagten sich, dass der hübsche Prinz, der im nahegelegenen Wald jagte, ihren Schrei hörte. Es wurde für ihn interessant, welche Art von Heulen entstand, das alle Tiere abschreckte. Und als der Prinz das Haus der Zwerge fand, sah er Schneewittchen. Sie war so schön, dass der junge Prinz sich sofort in sie verliebte. Er überredete die Zwerge, sie mit ins Schloss zu nehmen, weil er dort Ärzte hat, die Schneewittchen heilen können. Die Zwerge erlaubten es. Dann befahl der Prinz seinen Dienern, die Prinzessin auf ihren Schultern zu tragen. Und als sie sie trugen, stolperten die Diener über einen Busch
und aus der Gehirnerschütterung fiel ein Stück eines giftigen Apfels aus Schneewittchens Mund und sie wachte auf. Als das Mädchen den jungen Prinzen sah, verliebte es sich ebenfalls in ihn und erklärte sich bereit, ihn zu heiraten. Sie luden auch die böse Stiefmutter zur Hochzeit ein. Aus Wut, dass Schneewittchen noch lebt und nun ein langes Unglück. Es war einmal eine Frau, die keine Kinder hatte. Sie ging einmal zu einer guten Hexe um Hilfe. Die Frau sagte, sie träume von einem Kind. Die Zauberin gab ihr einen Samen und befahl, ihn in einen Blumentopf zu pflanzen. Die Frau war sehr glücklich, dankte der alten Frau und ging nach Hause. Zu Hause pflanzte sie einen Samen, goss ihn und begann geduldig zu warten. Bald wuchs eine große, wundervolle Blume wie eine Tulpe im Topf. Als sich die Blütenblätter öffneten, war ein kleines Mädchen drinnen. Sie war sehr klein, nicht mehr als einen Zentimeter. Deshalb nannte die Frau sie Däumelinchen. Eines Nachts, als Däumelinchen fest schlief, kletterte eine riesige Kröte, nass und hässlich, auf das Fenster des Hauses. Sie packte das schlafende Mädchen und eilte zu ihrem Sumpf. Die Kröte beschloss, ihren hässlichen Sohn mit der schönen Däumelinchen zu heiraten. Sie pflanzte sie mitten im Fluss auf ein breites Lilienblatt, damit das Mädchen nicht davonlief. Am Morgen wachte Däumelinchen auf und stellte fest, dass sie nicht zu Hause war, aber Wasser um sie herum war. Als das Mädchen merkte, was für ein schreckliches Schicksal sie erwartete, weinte sie bitterlich. In diesem Moment schwammen kleine Fische vorbei. Däumelinchen tat ihnen leid. Sie nagten am Stiel der Lilie, und das Blatt schwebte mit dem Mädchen flussabwärts. Ein großer Käfer flog vorbei. Als er ein schönes Mädchen sah, packte er sie und trug sie zu einem Baum, wo er sie seinen Freunden vorstellte. Sie alle beneideten sie um ihre Schönheit, sagten aber, Däumelinchen sei sehr hässlich und könne nicht in ihrer Gesellschaft sein. Unter dem Druck von Freunden entschied der Käfer auch, dass sie hässlich sei, ließ das Mädchen zu Boden und verabschiedete sich. Den ganzen Sommer über lebte Däumelinchen allein im Wald. Sie machte sich aus Gras und Blättern eine Wiege. Sie aß Pollen und Tau, sonnte sich bei klarem Wetter in der Sonne und versteckte sich vor dem Regen unter einem großen Klettenblatt. Aber bald kamen kalte Regenfälle und Winde. Däumelinchen hatte kein Winteroutfit und begann zu frieren. Das Mädchen litt unter Hunger und Kälte. Und eines Tages wurde sie von einer Feldmaus geschützt. Sie lebten herrlich zusammen, das Mädchen half der Maus bei der Hausarbeit, erzählte ihre Märchen und erhielt im Gegenzug warmes Wohnen und Essen. Die Feldmaus hatte einen Nachbarn, einen reichen blinden Maulwurf, der dies tat, indem er ständig seinen Reichtum zählte. Obwohl der Maulwurf blind war, erkannte er, dass Däumelinchen sehr süß war und bot an, sie zu heiraten. Aber das Mädchen war überhaupt nicht glücklich darüber, sie mochte den langweiligen Maulwurf nicht. Einmal sah Däumelinchen auf den unterirdischen Gängen eine verwundete Schwalbe, die fast an der Kälte gestorben wäre. Den ganzen Winter kümmerte sie sich um den kranken Vogel und bis zum Frühjahr heilte sie ihn. Vor der Hochzeit bat Däumelinchen die Maus, sie nach oben gehen zu lassen, um endlich die Sonne zu bewundern. Als sie aus dem Mäuseloch kam, sah sie eine Schwalbe, die sie heilte. Däumelinchen beklagte sich beim Vogel, dass sie gezwungen sei, einen bösen Maulwurf zu heiraten und tief unter der Erde mit ihm zu leben. Die Schwalbe lud das Mädchen ein, mit ihr in warme Länder zu fliegen, und sie stimmte zu. Sie verabschiedete sich schnell von der Maus, kletterte auf die Schwalbe und sie flogen davon. In einem wunderschönen Land sah Däumelinchen eine riesige Wiese mit wunderschönen Blumen. Sie wählte die schönste Blume für sich. Plötzlich sah sie in der Blume denselben kleinen Mann wie sie, nur mit Flügeln. Es war der König der Elfen. Und in jeder Blume lebte ein Elf. Der schöne Elf hat noch nie ein Mädchen gesehen, das so klein und so schön ist wie er. Er verliebte sich sofort in Däumelinchen und lud sie ein, seine Frau zu werden, die Königin der Elfen und die Königin der Blumen. Nach all ihren Abenteuern freute sich das Mädchen über ein solches Angebot des charmanten Prinzen. Sie stimmte glücklich zu. Der Elf nahm Däumelinchen bei der Hand und im selben Moment erschienen zwei Flügel hinter ihr. Jetzt ist sie die Königin der Elfen geworden. Und seitdem leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.